Ja, hallo, ich hoffe, ihr habt die letzte Woche schön fleißig geübt. Dann können wir ja heute direkt weitermachen und können auch die Flöte nachher noch schön zusammenbauen. Aber es gibt noch eine wichtige Sache. Bevor wir die Flöte zusammenbauen, ist es ganz wichtig, dass man beim Flötespielen immer ganz gut atmet. Und da gibt es eigentlich eine ganz schöne Übung dazu. Die könnt ihr mal zu Hause ausprobieren, wenn ihr euch ganz flach auf den Boden legt, auf den Rücken. Und ihr nehmt euch einen Bücherstapel und legt diesen Bücherstapel auf euren Bauch. Und dann atmet ihr mal so, dass sich der Bücherstapel immer hochhebt und wieder runtergeht. Und daran könnt ihr ganz gut kontrollieren, ob ihr auch schön in den Bauch atmet. Denn beim Flötespiel muss man immer gut in den Bauch atmen. Wenn ihr das gemacht habt, stellt ihr euch schön locker hin, schön locker in den Knien, so ungefähr schulterbreit, die Knie so ein bisschen leicht in der Beuge, und dann legt ihr eure Hand auf den Bauch und dann atmet ihr durch die Nase ein, so als ob ihr an einer Blume riechen würdet, und atmet auf wieder aus. Also so. Wenn ihr keine Luft mehr habt, dann hört ihr einfach auf. Wenn ihr eure Hand auf den Bauch legt, könnt ihr so immer ganz gut kontrollieren, ob ihr auch wirklich in den Bauch atmet. Wichtig ist, dass die Schultern hängen bleiben, dass ihr die nicht hochzieht und dass der Bauch sich schön nach vorne weitet. Und diese Atmung, die braucht ihr, um einen schönen Ton beim Flötespielen herauszubekommen. Jetzt wollen wir nochmal mit dem Flötenkopf erstmal spielen. Dazu nehmt ihr den Flötenkopf nochmal an euren Mund. Denkt daran, dass der Flötenkopf immer nach rechts gehen muss, denn sonst könnt ihr nicht spielen. Also nach rechts den Flötenkopf halten. Ihr legt wieder die Lippen um das Loch, rollt die Flöte ab und probiert wieder mit Pfff einen Ton herauszubekommen. Also so. Wenn der Ton schön klingt, machen wir wieder unsere Tonübung. Ja, prima. Wenn das jetzt schon gut geklappt hat, dann bauen wir jetzt mal unsere Flöte zusammen. Dazu nehmen wir uns zuerst das Mittelstück. Und ihr seht hier, dass hier so zwei Gummis sind am Kopfstück, und dann kann man das Mittelstück so ganz leicht in das Kopfstück hineinschieben. Und zwar müsst ihr das so schieben, dass hier oben das Blasloch und die Klappen hier unten, die großen Klappen, ungefähr auf einer Linie liegen. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch das Fußstück. Und da seht ihr sicherlich, mal gerade gucken, ob man das hier so, das geht, dass da so zwei so kleine Häkchen dran sind. Und in dem Mittelstück sind so zwei kleine Löcher. Und dann müsst ihr diese beiden Häkchen genau in diese beiden Löcher stecken. So. Und dann nach oben schieben, sodass hinterher hier dieses wieder eine Linie hat. Ja, dass es nicht so ist, sondern dass es so eine Linie hat. Das ist ganz wichtig und nachher auch wieder beim Zusammenbauen. Dann haben wir unsere Flöte zusammengebaut und wir spielen den ersten Ton. Dazu müsst ihr die linke Hand, mit der linken Hand den Daumen hier unten auf diese erste Klappe legen. Den Zeigefinger legt ihr hier oben auf die erste große Klappe, und den kleinen Finger legt ihr hier unten auf diese rechteckige Klappe. Und die muss auch immer gedrückt bleiben, diese rechteckige Klappe. Diese drei Finger braucht ihr für den ersten Ton, das H. Und das klingt dann so. Und dann können wir wieder unsere erste Übung machen. Wenn ihr merkt, der Ton kommt nicht richtig raus, dann dreht ihr vielleicht nochmal hier ein bisschen. Ist es vielleicht ein bisschen zu weit nach außen gedreht oder zu weit nach innen?
Oder ihr dreht auch nochmal, wenn die Flöte am Mund ist, nochmal ein bisschen. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Und dann können wir unsere erste Übung wieder spielen. Denkt auch bitte immer an die Atmung, an die Atemübung, die wir am Anfang gemacht haben. Immer schön in den Bauch atmen. Wenn ihr alles gut geübt habt, bauen wir die Flöte wieder auseinander. Das heißt, wir schieben wieder oder wir drehen das Kopfteil wieder ab vom Mittelteil. Und dann ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr beim Fußteil erst wieder das Fußteil ein Stück wegdreht und dann nach unten abzieht. Weil es geht kaputt, wenn man einfach so zieht. Also erst drehen und dann ziehen. Dann findet ihr in eurer Box einen Stab mit einem Tuch und den zieht ihr einfach einmal zum Reinigen durch jedes Flötenteil durch und dann wird das auch hinterher wieder schön sauber. Viel Spaß beim Üben, bis zum nächsten Mal.